Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von Tagesausflug in Griechenland. Heute in diesem Video würde ich euch gerne noch einen schönen Badestrand vorstellen am Ionischen Meer. Er liegt genau neben Paga, das einige von euch bestimmt ein Begriff ist. Wer es nicht kennt, darf gerne meinen Kanal abonnieren und wenn ihr schon dabei seid, aktiviert auch die Glocke. So verpasst ihr nicht das Video über Paga, das auch bald kommt und natürlich alle anderen Videos auch. Mit dem Auto fährt man runter bis an den Strand ohne Probleme. Wer keinen Parkplatz direkt am Strand findet, kann sein Auto auch an den dortigen Parkplätzen abstellen, die alle in der Nähe des Strandes sich befinden. Der Tag zum Parken kostet ungefähr 5 Euro. Und von jedem Parkplatz sind es keine 5 Minuten zu Fuß zum Strand. Übrigens, wer mit dem Campingwagen unterwegs sein sollte, kommt auch bis runter an den Strand ohne Probleme und die dortigen Parkplätze wie auch die Straßen bzw. Wege bieten genug Platz. Ehrlich gesagt hat mich der Strand am Anfang ein bisschen irritiert. Er ist sehr groß, lang und komplett kommerzialisiert. Es sind Bars, Tavernen oder auch Cafés genügend vorhanden. Und eine Location neben der anderen. Eine endlos Aneinanderkettung von Lokalen sozusagen. Von typisch traditionell bis hin zu modern. Kurz gesagt, es ist für jeden Geschmack was dabei. Ich habe mir die Speisekarten von den meisten Lokalen angeschaut und sagen wir mal so, es ist komplett kommerzialisiert und ein weit über Griechenland bekanntes Urlaubsziel. Dementsprechend sind natürlich auch die Preise. Die Strandliegen waren überall gleich teuer oder soll ich sagen gleich billig. Alle kosten 12 Euro. Getränke, Verpflegung kostet natürlich extra. Die einzige Strandbar, um sie hier etwas hervorzuheben, was ich ja normalerweise nicht mache, so die versteckten Werbungen für Lokale und so, aber da mache ich jetzt mal gerne eine Ausnahme. Es war die Bar Azul. Wenn man da sein Mittagessen zu sich nimmt, bekommt man die Liegen umsonst für den ganzen Tag. Es ist übrigens die einzige das einzige Lokal oder Strandbar, die das macht. Dass hier an diesem Strand so viel Tourismus herrscht, hat seinen Grund. Das Wasser ist fantastisch von der Temperatur her. Überhaupt nicht sehr warm, es ist sehr, sehr erfrischend. Die Wasserfarbe ist von blau bis zu grün-türkis. Eine wunderschöne Wasserfarbe und genau so, wie man sich seinen Traumstrand oder seinen Traumurlaub vorstellt oder erträumt. Dass das Wasser kristallklar ist und absolut sauber, muss ich wohl nicht noch extra erwähnen. Es gibt einen guten Grund, weshalb dieser Strand jedes Jahr die blaue Fahne bekommt und es wird augenscheinlich auch alles dort getan, dass es weiterhin so bleibt. Der Sand am Strand, naja, sagen wir mal so, wenn ich mich an den Anfang des Strandes begebe, unterhalb der Burg, habe ich kleine bis mittelgroße Kieselsteine am Strand, keinen Sand. Und das ist fast überall so bis zur Mitte des Waldos Beach. Je weiter ich aber Richtung Hafen runtergehe, umso feiner wird der Kiesel und es gibt dann so in der Mitte, gibt es so einen kleinen, leichten, nicht merkbaren Übergang von feinem Kiesel zu Sand. Die letzten 400 Meter des Strandes ist schöner Sandstrand. Wenn man fast den ganzen Weg Richtung Hafen runterläuft, kommt man an einen Abschnitt, wo außer Sand absolut nichts ist. Freie Zone. Da kann man, wenn man das möchte und keine 12 Euro bezahlen will, für Liegen und Sonnenschirm seine eigene mitgebrachte Sachen aufstellen. Es ist genug Platz. Wenn man dann seinen Platz gefunden hat und man sich fragen sollte, ob außer Rumliegen und Faulenzen noch was anderes zu tun wäre, den kann ich beruhigen. Es gibt an einigen Abschnitten die Möglichkeit, sich massieren zu lassen zum Beispiel. Es sind zwar Angebote und Stände von den dortigen Hotels, aber man kann auch als Nichtgast eines Hotels sich massieren lassen oder einen Termin dort vereinbaren für eine Massage. An dem Strandabschnitt, wo man seine eigene Liegen aufstellen darf, gibt es auch ein Volleyballfeld. Etwas weiter unten am Volleyballfeld und auch genau an der anderen Seite des Strandes
gibt es natürlich Wassersportangebote. Es ist alles dabei, von Jetski bis hin zum Wasserski oder Parasailing. Das zum Beispiel würde für 2 Personen 60 Euro und das Jetski 15 Minuten würde 50 Euro kosten. Selbst für einen schönen, fantastischen Blickfang sorgt dieser Strand. Die unzähligen Yachten und Segelboote, die immer vor Anker liegen an dem Strand, runden das Postkartenbild von Griechenland, wie man es aus Reiseprospekten kennt, mehr als nur perfekt ab. Auch die Burg von Paga ist ein Blickfang am Tage und auch am Abend. Wenn man auf der Burg steht am Abend und den Strand sieht mit dem Boden vor Anker, ist es schon eine prägende, unvergessliche Momentaufnahme, die man so auch nicht jeden Tag hat und erleben darf. Genau in der Mitte des Valdos Beach ist auch ein kleiner Anlegeplatz für eine kleine Fähre, die immer zwischen Paga und diesem Strand hin und her pendelt. Alle 30 Minuten kann man hin oder her fahren, von früh morgens bis spät in die Nacht. Die Fähre kostet 3 Euro pro Person. Es ist kein Hin- und Rückfahrtticket. Abgesehen von diesem fantastischen Strand hat er noch Paga und die Burg im Angebot, was ihn natürlich zu einem lohnenden Ziel macht. Ich wäre sogar geneigt dazu zu sagen, dass wenn man 2-3 Tage hier einplant, es absolut keine Zeitverschwendung wäre. Ganz im Gegenteil sogar. Also, ich bedanke mich wieder für das Zuschauen. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, euer Costa. Tschüss.